Just let me go. Das Mikro steht gar nicht an meinem Mund. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest, meine Freunde. Wir sind hier ohne Scheitern, ohne alles. Und das, meine Freunde, hat einen Grund. Denn ich habe herausgefunden, nach längerem Suchen jetzt, ich habe mich jetzt ein bisschen rumbefasst, woran jetzt dieses ganze Spaßding hier liegt, warum das hier hinten leckt. Ich reite mal hin mit diesem Pferdchen. Kann man den Pferd auch schneller? Ne, kann man nicht. Oh, ja, super. Ich bin noch im kreativen Modus. Dann wir starten, Game Mode. Wir tun momentan, also ich tue momentan echt viel mit dem Kreativmodus arbeiten, muss ich gestehen. Aber natürlich machen wir das ja nicht, um irgendwas zu verändern oder so, sondern wir machen es ja nur um. Das ist einer von den aggressiven. Sondern wir machen es ja nur, um Dinge zu testen oder so. So. Und ich habe herausgefunden, der Blends OZ Mod oder was auch immer das Ding heißt, dieser automatische Nachpflanzmod funktioniert. Und wir, meine Freunde, werden jetzt mal hier ganz kurz loslegen. Ich weiß, wie gesagt, woran das hier liegt mit diesen ganzen Lags, die wir hier haben. Und ja, ne? Das war jetzt irgendwie buggy, keine Ahnung. Es liegt nämlich an den Bäumen. Es sind zu viele Bäume hier in der Gegend und die Bäume ruppen uns ja alles kaputt und deswegen... Den Creeper will ich dann natürlich stehen lassen, deswegen haupe ich da oben ab. Ja, müssen wir jetzt ganz kurz mal hier durchs Gestrüppel machen. Es sind hier einfach zu viele Bäume, das ist es, woran es liegt. Es liegt nicht irgendwie eine Redstone-Leitung oder so, sondern es sind die Bäume. Vielleicht in Verbindung mit den Mods, die ich habe, ich kann es euch nicht genau sagen, auf jeden Fall... Fliegen die Bäume hier jetzt weg. Die Bäume fliegen jetzt hier weg. Alter. Ich hoffe, die Spitzhacke überlebt das jetzt. Habe ich hier noch einen Kaffee? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich hoffe, die Spitzhacke überlebt das jetzt, wenn ich das mache. Sieht mir echt böse aus. Liebe Spitzhacke, bitte, bitte überlebe es. Es wäre mir wirklich, wirklich ein riesiges Pläsier. Würdest du überleben, liebe Spitzhacke? Du bist ja eigentlich gar keine Spitzhacke. Bitte überleb diesen Baum. Ich will nicht wissen, was wir jetzt gleich wegholzen werden. Liebe Spitzhacke, bitte. Wir müssen dann die ganzen Sätze ganz schnell aufheben, bevor die nachwachsen können, weil die pflanzen sie sofort ein dann und dann, ja, haben wir hier nochmal so einen riesen Wald stehen. Liebe, liebe Spitzhacke. Dauert zum Glück überhaupt nicht lang. Ich... Hab leider keine Informationen darüber, wie lange die Aufnahme schon geht, das würde ich einfach mal schauen. Wäre aber interessant zu erfahren. Bestimmt 2 Minuten schon. Also, jetzt solltest du wirklich... Also ich habe echt Angst um die Spitzhacke gerade. Es lädt. User joined your channel. Es lädt noch. Ich bin wahrscheinlich der falsche Channel gewesen. War es oder was? Oh. Ich dachte jetzt irgendwie, da passiert noch was. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Das ist jetzt wirklich leckt. Wir müssen jetzt ganz schnell das Zeug aufsammeln hier alles. So, go, go, go. Was war das gerade? Ich habe irgendwas aufgesammelt, was ich nicht kenne.
Ne, den nicht. Okay, lass das mal aufsammeln, bevor ihr irgendwas neu einpflanzt, sich neu einpflanzt. Da seht ihr das schon, die ersten Bäume pflanzen sich schon wieder neu ein. Ich glaube, das sind diese Dinger, aus denen man die Baumsetzling-Bosse machen kann, dann, die Baumbosse machen kann dann. Könnte gut sein. So. So, dann hier, da liegt noch ein Setzling. Es steht noch wieder einer auf. So. Lalalala. Da klingelt es gerade bei. Es war sichtlich schon, das Game nicht zu beenden. Jetzt ist es natürlich Nacht geworden. Mein Kühlschrank kam gerade an, deswegen musste ich da wirklich. Jetzt müssen wir was gucken, dass hier nichts spawnt in der Zeit. Mein Kühlschrank kam gerade an, deswegen musste ich da jetzt wirklich hingehen. Es tut mir sehr leid für euch, aber. Außer einen kleinen Cut habt ihr da nicht kein Problem mit. So. Wir hätten unten noch ein bisschen Hölzer noch aus. Es tut mir leid. Ach, ich, wow. Das war jetzt doof. So, wir müssen mal gucken, hier die spawnt doch gleich alles. Warte mal. Hier die spawnt doch gleich alles. Schauen, was ich jetzt hier alles mitnehmen kann. Ist doch bis da hoch. Ach du Kacke, das ist bis da hoch alles weggegangen. Ach du Scheiße. Ah, guck mal hier, ja, genau das meine ich. Genau, guck mal hier das. Ah, die haben sich alle eingepflanzt. Wir haben, ja, wie gesagt, also wir arbeiten momentan ohne Shader, solange wir das hier machen, damit wir keine Frame-Einbrüche kriegen. Und ihr seht schon, wir sind stabil bei 30 FPS, ihr seht jetzt nicht, aber wir, oh, jetzt habe ich den Bomben doch weggemacht. Also wir sind stabil bei 30 FPS. So. Keine Setzlinge mehr, da liegt noch Holz. Da liegt noch ein Setzling, okay. Ach du Kacke, guck dir das an, guck mal, wie viele sich da schon wieder eingepflanzt haben. So, und dann hier alles weg. Sehr schön, wir haben keine Lags mehr. Oh, ist das geil. Ist das geil, keine Lags mehr. Also, seitdem wir schaffen es jetzt nicht mehr rechtzeitig, die ganzen Bäume hier wegzukriegen, weil dann kriegen wir wieder welche. Den Balken hat's wieder rausgehauen, okay. Weil der auch aus Holz war. So. Alles aufsammeln. Bin gespannt, was wir da aufgehoben haben gerade eben. So. Und ich bin gespannt, was ich dann hier oben draus mache. Weil die Hühnerfalle an sich gibt es ja so nicht mehr. Weil die jetzt zu viel FPS gezogen hat oder was auch immer. Wo wir könnten es theoretisch mal versuchen, die Hühnerfalle zu bauen ohne. Mal schauen. Also ich lasse jetzt erstmal brach liegen, weil wir haben noch ein bisschen was anderes zu tun. Das ist ja nicht so, dass das jetzt hier meine Hauptaufgabe sein wird. Ich will das nur jetzt wegmachen, weil es ist echt nervig im Let's Play. Du läufst hier ständig lang und denkst dir, ja, das, eigentlich ist das ein ganz geiles Ding und bla. Und ständig laggt es dann hier und es laggt und es laggt und es laggt. Und wenn es mal nicht laggt, dann laggt's und dann laggt's und dann laggt's und oh, es ist zermürbend, möchte man meinen. So. Wie ist die, der Axt geht's noch gut? So. Da hat noch was gemacht. Hier haben sich auch ein paar wieder eingepflanzt. So. Die Kakteen an den Dings in den Blumentöpfen sind auch weg, ne? Die haben die sind gar nicht mehr da. Keine Ahnung. Ja. Jetzt haben wir auch die Aufnahme mit einer Wolke. Da hatte ich ja, also ich sag mal so, ich wollte eigentlich noch ein anderes Thema ansprechen und zwar, was ich auch im, obwohl, ich glaube, das hebe ich mir, ich glaube, das spreche ich jetzt nicht so hier an, sondern das hebe ich mir für das Vlog auf.
Und zwar geht's mir um das prekäre Thema Webvideopreis und im Gronkh seine Ansprache, die er leider nicht gehalten hat. Smash Bug. Lol, okay. Muss ich da mal gucken, was das sein soll. Ich glaube, das ist eine Schabe. Aber ich weiß nicht, ob Schabe auf Englisch Bug heißt. Ja, da geht es um das Thema, um die prekäre Sache, oh, dass Gronkh eigentlich eine Rede gehalten hat und die nicht halten konnte, wegen dem Inhalt der Rede. Und, ja, ich glaube, da rede ich im Vlog drüber. Da wollte ich sowieso, habe ich ja so angekündigt, im Vlog drüber machen. Was das interessant ist, mir nicht wirklich. Ach, guck mal hier hinten, guck dir das mal an. Ich meine, ich bin ja ein Freund von Wald, aber wenn mir der Wald dann meine FPS-Drops zerstört, dann bin ich kein Freund mehr von Wald. So. Klack, 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 weg. So. Schade, ist der jetzt auch weg? Naja. Muss er hier auch weg? Bam. Machen wir's mal hier. Soll die sie noch aushalten? Genau, das hält sie noch ganz gut aus. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir jetzt alles hier ein bisschen umändern hier. Das haben wir gleich, jetzt habe ich wenigstens, oh. Dann habe ich jetzt wenigstens was, wo ich weiß, okay, das kann ich jetzt in den nächsten Folgen mal machen und mich frei austoben. Ich tue mal ganz kurz das Zeug in die Kiste legen hier. Damit wir Platz kriegen. So, Platz. Dum. Super. Ich möchte ja keine Rohstoffe verschwenden hier. Gerade das Holz nicht. Holz ist immer geil und ich baue sehr gerne mit Holz. Da kommt mir große Holzmengen, kommen mir da nur recht. So. Die Oktopoden da drüben. Freuen sich auch alle. Ich hoffe, geht's mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn jetzt hier noch ein, zwei Bäume nachflachsen, ist das auch kein Ding, dann haben wir noch ein bisschen mehr Holz. So. Jetzt hier oben die ganzen Bäume weg. Warum brauche ich das so lang? So. Jetzt mache ich erstmal die Bäume hier weg. So, tausendmal gesagt, Bäume wegmachen und ich habe es auch noch nicht getan. Ach, schlimm. Bevor ich hier die restlichen Baumstümpfe mich drum kümmere. So, hier sind auch noch mal welche nachgewachsen. Da unten sind nachgewachsen. Wie gesagt, wenn jetzt zwei, drei Bäume mal nachwachsen, ist das kein Ding. Aber bitte nicht wieder 5000. So. Alles weg. Alles weg. Was haben wir hier noch? So, alles weg. Hopp. Und damit können wir richtig geil wieder bauen. Da können wir direkt richtig geil wieder bauen mit dem Holz, was wir gerade bekommen haben. Schaffst du das noch? Schaffst du das noch? Das schaffst du noch. Und es ist noch nicht mal ganz... Also es gibt ja noch eine Stufe, bevor es so richtig zerschmerzt dann aussieht. Und die hat es ja noch nicht mal erreicht, die Achse. Von daher... Schaffst du schon noch was. So.
Trotzdem muss ich aufpassen, dass er die Stufe nicht erreicht. Da liegen noch Setzlinge, und zwar eine ganze Menge. So, da unten pflanzen sich schon wieder die nächsten an. So. Da liegt noch ein Setzling. Die Dinos kreischen hier freudefröhlich rum. Freudefröhlich. Freudenfröhlich. Auch ein schönes neues Wort. So. Axt ist immer noch nicht auf den Tiefpunkt angelangt. Das finde ich sehr gut. Und irgendwann haben wir auch das Hühnchenproblem gelöst hier, weil so viele Hühnchen gibt es nicht mehr, die sich nachpflanzen können jetzt hier. Bald sind sie alle weg. Dann sehe ich endlich keine Hühnchen mehr. Guck mal an, hier wächst alles nach. Ja. Auch alles weg. Der hier weg. Jetzt haben wir hier hinten noch was, sehe ich. So. Ah, hier muss ich aufpassen. Lieber eine Ebene nach der anderen rausnehmen. Noch Hälfte. Noch Hälfte. Ist immer noch nicht auf der letzten Stufe angelangt, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch eine Stufe davor gibt, sodass man dann so gar keinen Balken mehr sieht vor kurz. Und dann geht's erst kaputt. So. Ich muss ehrlich bei jedem Schlag jetzt drauf gucken, damit da nichts passiert. So. Wäre das auch geklärt? Hier haben wir auch nichts mehr, hier haben wir auch nichts mehr, hier haben wir auch nichts mehr. Sind die Bäume kaputt? Ne, die sind noch alle ganz, okay. Weil die Bäume am Haus will ich natürlich nicht kaputt machen. So, super. Dann gehen wir hier hinten noch ganz kurz hin, machen den noch kaputt. Dann tun wir hier ganz kurz die Setzlinge aufheben, die sich da noch neu eingepflanzt haben. Dann ruft man hier noch die beiden Bäume weg. So. Super. Dann kommt auf jeden Fall hier wieder ein Baum hin, weil hier war einer. Hier, das kommt auch wieder hin. Das gehört aber dazu, das ist der Charme, den es hier seit den ersten Tagen hat. Dieses Haus darf einfach nicht verändert werden. Das ist unser erstes Haus, das darf einfach nicht verändert werden. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Also, Smash Bug. Was ist denn ein Smash Bug? Was mache ich damit? So, ich tue mal ganz kurz das ganze Holz hier rein. Sind ja 1-2 Stacks. So. Klack, klack. Oh, das ist einiges. Gut. Jetzt sieht die ganze Gegend hier natürlich sehr, sehr kahl aus. So. So, dein Hühnchen standen nur einige Hühnchen.
jetzt die Hühnchen loswerden, aber im nächsten Moment machst du wieder welche. Ja, ich weiß, ich bin schwach. Wenn man Hühner in der Halle hat, denkt man sich mal, oh, werfen. Da wächst noch ein Baum nach. Und da auch noch. So, super, da haben wir mal einiges erreicht jetzt. Boah, krass, wie viel Holz wir gerade gemacht haben. Was hast du, Maul? Ja, den will ich haben. So. Ihr tut mir sehr leid, aber kann ich dich vielleicht füttern irgendwie? Wahrscheinlich mit Samen, ne? Wenn ich dir das wiedergebe? Oder ich nur mal gucken, ob ich mit Samen jetzt nicht ins Stream futtern kann, aber na gut. Hier ist auch was kaputt gegangen, wie ich sehe. Hier pflanze ich jetzt einfach mal die Dinger ein. Ist doch kein normales Ei, oder? Ein Schwanenei, schade. Ich dachte, da kommt was raus. Kann eigentlich diese Gegend hier hinten auch weg, weil hier hinten war ja eigentlich nur der Wasserlauf. Genau, der kann ja komplett weg. Eine Kopie habe ich da sogar mal gemacht, glaube ich. Das ist hier, oder hatten wir das nicht komplett schon mal? Ich glaube, das hatten wir in der richtigen Map schon mal. Das war, glaube ich, vor dem Absturz, den wir damals hatten, von unserer Welt. Und dabei beim Nachstellen habe ich es wahrscheinlich nicht wieder richtig gemacht. Wie machst du was richtig? So. Ich mach den Schädel gleich wieder rein. Okay. Geheime Untergrundhöhlen. Bisschen angleichen hier alles. Super. Genau das. Das ist alles fertig hier. Das ist fertig. Hier ist auch alles schön. Was ich jetzt hier mache, weiß ich noch nicht genau. Muss man dann sehen. Was man hier bauen kann. Wir müssen sowieso bei einigen Dingen gucken, genau was wir jetzt hier da machen. Stimmt, das sollte hier auch noch eine Farm werden oder sowas für irgendwas. Oh, guck mal die Ameisen hier an. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie was die Farm sein soll. Ich würde, glaube ich, Schweine oder sowas hier drin züchten. Können wir dann später mal schauen, was wir hier machen. Jetzt ist es erstmal wieder alles weg. So, super. Tue ich hier noch ein bisschen was rausziehen, weil das ist ja auch ziemlich sinnlos hier, dieser Absatz. Auch ein bisschen mehr freie Fläche. Ich bin gerade überlegen, was ich jetzt hier bauen könnte. Oh. Okay, es ist schon um 12, das heißt, ich muss wieder auf Arbeit. Das heißt, an der Stelle müssen wir sogar schon Schluss machen, danke. Danke. Schade. An der Stelle müssen wir sogar schon Schluss machen. Diese Gegend hier ist dann erstmal Geschichte.
Aber wir haben ja noch genug Wald auf der Map, sage ich mal. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier, genau. Dieser ganze Absatz hier fehlt jetzt von dem Wald-Dings her. Ja, gut. Sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, obwohl wir nur die Wald-App gefällt haben. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal müssen wir mal schauen, was wir dann machen. Da bin ich dann sicherlich auch mit Plan da, weil ich möchte dann auf jeden Fall jetzt wieder anfangen, richtig viel zu bauen. Ja, und bis dahin würde ich sagen, adios. Ciao.